Das PvP-Ehrensystem erscheint endlich mit Phase 2. In diesem Video schauen wir uns mal anfängerfreundlich an, was es mit dem System auf sich hat. Wenn ihr wollt, lasst mir natürlich sehr gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir zudem mal in die Kommentare, welchen Rang ihr machen wollt und wie allgemein eure Meinung zu dem System ist. Das Ehrensystem wird eingeführt und eins gleich vorweg. Auf die Schlachtfelder wie etwa die Kriegshymnenschlucht und oder das Alteraktal müsst ihr in Phase 2 noch verzichten, diese erscheinen erst nach und nach ab der dritten Phase. Das bedeutet, ihr müsst eure sogenannten ehrenhaften Siege in der offenen Welt machen. Was ist aber genau ein ehrenhafter Sieg? Einen solchen bekommt ihr gut geschrieben, wenn ihr oder ein Mitglied eurer Gruppe einen Spieler der gegnerischen Fraktion besiegt. Allerdings darf dieser nicht vom Level grau für euch sein, ansonsten fließt der Kill nicht in die entsprechende Wertung ein. Wenn ihr den gegnerischen Spieler zudem des Öfteren tötet, fällt der erhaltene Ehrenwert pro Kill ab. Das soll einfach das Campen der Spieler verhindern, da ihr dann, wie gesagt, weniger Ehre pro Kill bekommt. Wenn ihr außerdem den Gegner in der Gruppe tötet, wird die Ehre durch alle Spieler geteilt. Also, ich bekomme für ehrenhafte Siege Ehre, okay. Diese benötigt ihr indirekt, um in einem Rangsystem von insgesamt 14 Rängen aufzusteigen. Diese differenzieren sich namentlich pro Fraktion. Bei der Horde heißt Rang 1 zum Beispiel Speer und Rang 14 Oberster Kriegsfürst. Bei der Allianz ist der erste Rang Gefreiter und endet mit dem 14. Rang namens Großmarschall. Umso höher der Rang, umso bessere Items bekommt ihr dafür. Auf die besagten Belohnungen gehe ich aber am Schluss noch ganz genau ein. Ihr bekommt zudem mehr Ehrenpunkte, wenn ihr einen Spieler mit einem höheren Rang tötet. Wenn ihr also zum Beispiel den Kriegsfürsten umhaut, gibt es mehr wie zum Beispiel für den Speer. Für die verdiente Ehre bekommt ihr dann einmal pro Woche am Mittwoch zu den Wartungsarbeiten Ranglistenpunkte. Das sind die, welche ihr dann ganz oben im Ehrefenster seht. Wie viele Ranglistenpunkte bekomme ich jetzt aber genau für meine Ehre? Alle Spieler von einer Fraktion vom gleichen Server mit genügend Ehre und mindestens 15 Kills pro Woche werden jetzt in eine Rangliste gepackt, die nach der erspielten Ehre sortiert ist. Sinnbildlich, der mit der meisten Ehre steht ganz oben, der mit der wenigsten ganz unten. Diese besteht aus 14 Brackets, welche alle ein Spielerlimit haben. Die Tabelle dazu seht ihr auch schon im Hintergrund. Also der Charakter mit der meisten Ehre von der Fraktion ist somit im Bracket 14 und erhält demnach 13.000 Ranglistenpunkte. Das ist auch der maximale Wert, dazu dann aber später noch mehr. Lasst uns aber auch hier mal kurz ein kleines Beispiel anschauen. Mal angenommen, 900 Leute sind in dieser Woche in der Rangliste. Das bedeutet, diese 900 sind unsere 100% an Spielern. Im 14er Bracket, in dem man die meiste Ehre bekommt, sind demnach 0,3% von diesen besagten 900 Leuten vertreten, was genau 3 Leute wären, mehr können durch das Spielerlimit nicht in das 14er Bracket rein. Der mit der meisten gefarmten Ehre bekommt dann hier die 13.000 Punkte, der drittbeste 12.000, da das Minimum aus dem Bracket ist, und der zweitbeste irgendwas dazwischen. Wenn man allerdings exakt dieselbe Anzahl an Ehrenpunkte hat, bekommen alle dieselbe Anzahl an Ranglistenpunkte. Das bedeutet, man kann mit Absprache das System ein bisschen austricksen, was man in der Fachsprache auch Bracket Stacking nennt. Also versteht ihr, alle Spieler, die PvP gemacht haben, werden in diese 14 Brackets aufgeteilt. Der mit der meisten gefarmten Ehre der Woche ist in Bracket 14 und somit unter den 0,3% der Spieler und erhält am meisten Ranglistenpunkte. Seid ihr der Spieler, der weniger PvP gemacht und nur wenig Ehre gesammelt hat, seid ihr vielleicht nur unter den besten 84,5% aller Spieler und somit im Bracket 2 und bekommt für diese Woche nur mindestens 400 Ranglistenpunkte. Eigentlich geht es also gar nicht darum, wer die meiste Ehre hat, sondern wie aktiv euer Server ist. Umso mehr Leute demnach viel Ehre farmen, desto schwerer wird es, mit diesen zu konkurrieren, da ihr ja so gesehen unter den höchsten 0,3% aller PvP-Spieler mit der meisten Ehre sein wollt. Ich brauche also Ehre, die ich mit Kills der gegnerischen Fraktion bekomme, später auch mit zum Beispiel Basen einnehmen im Arati-Becken und anderen Dingen, um einmal pro Woche Ranglistenpunkte dafür zu erhalten, um insgesamt 14 Ränge aufzusteigen. Umso mehr Ehre ich farme, umso höher ist zudem die Chance, mehr Ranglistenpunkte zu bekommen, da ich dadurch in ein höheres Bracket gelange. Wie viel benötige ich jetzt aber pro Rang? Für Rang 1 zum Beispiel reichen euch 15 ehrenhafte Siege, für Rang 14 benötigt ihr allerdings 60.000 besagter Punkte. Klingt ja auf den ersten Blick erstmal alles gar nicht so schwer. Allerdings gibt es noch ein paar weitere dicke Hürden, was das ganze System zu einem riesigen Grind machen. Die erste Hürde ist natürlich die, dass man super viel Ehre farmen muss, um am meisten Punkte zu bekommen, da man ja wie beschrieben versucht, in das höchste Bracket zu kommen. Die zweite Hürde ist ein wöchentlicher Verfall eurer Punkte. Dabei verliert ihr, wenn ihr Rang 7 oder höher seid, jede Woche 20% eurer Punkte. Unter Rang 7 sind es nur 10%. Durch diesen 20% Verfall wird die Menge an benötigten Punkten pro Woche, nur um seine Ehrenpunkte auf den gleichen Stand zu halten, zunehmend höher, je höher man im Rang steht.
Die dritte Hürde ist die, dass man pro Woche nur maximal 13.000 Punkte erspielen kann. Aufgepasst, nicht Ehre, sondern Ranglistenpunkte, also die, die ihr einmal pro Woche für die erspielte Ehre bekommt. Stellt euch jetzt aber vor, ihr verliert jede Woche 20% von euren kompletten Punkten, dann müsst ihr diese ja erst wieder reinspielen. Nehmen wir auch mal hier ein kleines Beispiel. Ihr seid Rang 13 und habt genau 55.000 Punkte. Jetzt verliert ihr aber 20% davon, was genau 11.000 Punkte entspricht, weil das ja der wöchentliche Abzug ist. Das bedeutet, wir sind automatisch wieder abgestiegen und müssen deshalb jede Woche das maximale Cap von 13.000 Punkten erspielen, um zumindest ein paar Punkte pro Woche nach oben zu kommen. Dazu müsst ihr aber erstmal noch im 14. Bracket sein, also unter den 0,3% der Spielern mit der meisten Ehre, um überhaupt so viele Ranglistenpunkte zu erhalten. Ihr seht schon, vor allem die letzten Ränge werden dadurch extrem zeitaufwendig, da vor allem pro Woche nur 1 bis 2 Spieler von Rang 13 auf 14 aufsteigen können. Okay, ist natürlich auch vom Server und vom Bracket Stacking abhängig. Bevor wir uns jetzt noch die Ranglistenbelohnungen anschauen, kommen wir noch kurz zu einem kleinen Fazit. Für mich als Casual-Spieler ist Rang 14 absolut unmöglich, da ihr dafür, und jetzt aufpassen, die letzten Wochen täglich mindestens 10 bis 14 Stunden spielen müsst. Ich habe damals gerade so Rang 10 geschafft und das mit 15 Jahren und definitiv mehr Freizeit als heute. Das System allgemein ist definitiv eine brutal harte Angelegenheit in Sachen Zeitaufwand und klingt vor allem komplizierter als es wirklich ist. Unterm Strich ist es wirklich nur, ihr killt Gegner, die euch Ehre geben und bekommt für diese einmal pro Woche Ranglistenpunkte in Höhe von eurem erfarmten Ehrewert im Vergleich zu den anderen Spielern der Fraktion. Seid ihr zum Beispiel in der Woche unter den besten 10% mit der meisten Ehre, werdet ihr für diese Abrechnung in Bracket 9 eingegliedert, bei der ihr mindestens 7.000 Ranglistenpunkte bekommt. Vergesst allerdings nicht, dass euch jetzt noch 10% bzw. 20% an Punkte für euren momentanen Rang im Vorfeld abgezogen werden. Es wird also einfach nur jede Woche aufs Neue verglichen, wie viel Ehre habt ihr im Vergleich zu euren Fraktionsmitgliedern gemacht. Der Wert der Ehre spielt dabei eigentlich keine Rolle, Hauptsache ihr habt mehr gemacht als die anderen. Ach ja, wenn ihr einen Anführer der Hauptstädte der gegnerischen Fraktion tötet, bekommt ihr ebenfalls Ehre. Seid aber allgemein vorsichtig mit Raids auf die gegnerischen Städte aller Art. Mit dem Ehrensystem kommen zudem die ruchlosen Morde. Das sind Tötungen von zivilen NPCs wie etwa Questgebern der gegnerischen Fraktion. Das System der ruchlosen Morde sollte eigentlich mal dafür sorgen, dass Questgeber nur mit einer riesigen negativen Konsequenz tötbar sind. Diese ruchlosen Morde sorgen dafür, dass man sehr schnell im PvP-Rang absteigt. Wenn ihr also zum Beispiel eine gegnerische Stadt raidet und nur ein Spieler aus dem Raid bestimmte markierte Questgeber der anderen Fraktion tötet, kann es schnell mal passieren, dass alle einen ruchlosen Mord und demnach einen Abzug von Ranglistenpunkten bekommen. Was jetzt aber bitte nicht heißen soll, dass ihr nicht die gegnerischen Städte raiden sollt. Passt einfach nur ein bisschen auf. Das Spiel lebt vor allem auf PvP-Servern von großen Schlachten. Lasst euch das bitte auf keinen Fall nehmen, nur weil ihr Angst vor ruchlosen Morden habt. Schauen wir uns jetzt aber mal noch an, was es für Belohnungen für die jeweiligen Ränge gibt. Auf Rang 1 gibt es den Wams des Gefreiten bzw. des Speers. Optisch natürlich sehr cool, aber keine aktive Verbesserung, bis natürlich auf den grandiosen Style. Mit Rang 2 gibt es die Insignie der Horde bzw. der Allianz, mit welcher ihr euch aus diversen Crowd-Control-Situationen wie zum Beispiel Sheep befreien könnt. Aber Achtung, jede Klasse hat eine andere Insignie, schaut euch diese deswegen auf jeden Fall mal genauer an, ich habe euch alle in der Videobeschreibung unten verlinkt. Mit Rang 3 bekommt ihr einen Umhang mit plus Rüstung und Ausdauer, welchen ihr ab Level 30 kaufen könnt. Ab Stufe 45 und 58 gibt es jeweils noch eine bessere Version davon. Zudem bekommt ihr ab jetzt 10% Rabatt auf alle Verkäufe und Reparaturen. Rang 4 bringt euch eine Halskette mit Ausdauer und Willenskraft, ebenfalls wieder in 3 Stufen. Bei Rang 5 gibt es die blauen Armschienen für die jeweiligen Klassen. Bei Rang 6 gibt es wieder mal einen tollen Wappenrock sowie Mana und Heiltränke für jeweils 11 Silber zu kaufen. Diese sind auch außerhalb des Schlachtfelds nutzbar, also definitiv einen Blick wert. Ab Rang 7 geht es los mit dem blauen PvP-Set. Hier gibt es schon mal die Schuhe und die Handschuhe. Ab Rang 8 die Brust und die Beine und Rang 9 beschert euch eine Schlachtstandarte, die ihr in BGs aufstellen könnt. Wenn ihr das tut, wird die Gesundheit aller sich in der Nähe befindenden Verbündeten um 15% erhöht. Rang 10 ermöglicht euch den blauen Helm sowie die Schultern des Sets. Der 11. Rang bringt euch ein episches Mount für 100 Gold, wobei es sich definitiv nicht lohnt, nur wegen dem Mount Rang 11 zu machen, da seid ihr mit Farmen auf jeden Fall schneller dran. Ab Rang 12 geht es mit dem epischen Set, genauer gesagt mit den Hosen, Schuhen und Handschuhen los. Bei Rang 13 gibt es dann noch den Kopf, Schultern und die Brust obendrauf. Rang 14 und Respekt an jeden, der das durchgezogen hat, hat Zugriff auf die epischen Waffen, welche definitiv zu den besten im Spiel zählen.
So Leute, jetzt seid ihr gefragt, werdet ihr überhaupt PvP spielen? Welchen Rang habt ihr euch vorgenommen? Oder seid ihr sogar einer der Leute, die versuchen Rang 14 zu machen? Eure Meinung wird mich da wirklich mal interessieren. Ich freue mich wie gesagt über jedes Kommentar sowie über jeden Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir sogar ein Abo da lassen. In diesem Sinne, mögen die Schlachten beginnen und immer schön die Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.